Wir alle sind ja schockiert über die Berichte und Bilder, die uns gestern aus Jerusalem erreicht haben. Ich kann für die Bundesregierung sagen, dass die Bundesregierung mit großem Nachdruck diesen gestrigen furchtbaren Angriff auf Gläubige in einer Synagoge in Jerusalem verurteilt. Bei diesem Angriff sind 5 Menschen ums Leben gekommen. Eine solche Tat an einem Ort des Gebets, das ist, wie auch gestern der Außenminister schon gesagt hat, eine weitere entsetzliche Grenzüberschreitung in einer Region, in der ohnehin schon von den Menschen beider Seiten viel zu viel Leid zu ertragen ist. Unsere Gedanken sind bei den Familien der Opfer dieses gestrigen Anschlags. Die jetzt extrem angespannte Situation in Ost-Jerusalem ist für die Bundesregierung ein Grund zu äußerster Sorge. Dass Präsident Abbas den Anschlag sofort mit klaren Worten verurteilt hat, das möchten wir ausdrücklich begrüßen, wie es ja der israelische Präsident Rivlin auch schon getan hat. In dieser Situation fordert die Bundesregierung beide Seiten, Israel und die Palästinenser, zu äußerster Zurückhaltung und zu Mäßigung in einer aufgeladenen Situation.